Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Mountain Blade Warband Floris Mod. Wir müssen nach Buvran mit der schönen Dame und dort einen Banditen oder so, einen Betrüger dingfest machen. Und ich muss den Sound wieder ein bisschen. Manche Musikstücke sind laut, manche nicht. Es ist ein bisschen blöd. So. Das ist nämlich jetzt gerade viel zu laut gewesen. So. Schauen wir mal, wo der Bandit ist. Oh, es sind wieder Banditen in einem Dorf. Fisch. Oh. Welche Überraschung, ey. Schaut, die Berge fliegen ja. Oder? Oh nein, das sind Dingberge. Also hier drüben sind es Berge. Ja, sieht komisch aus. Sieht sehr komisch aus. So, ich hoffe, die schaffen das. Ich komme ja. Oh, ein Bauer ist gestorben. So, einen haben wir erledigt, ja. So. Haben wir noch einen? Hier haben wir noch einen. Der ist tot. Okay. Okay. Easy. Keine Verluste. Aber 4 Bauern sind gestorben. So. Wir nehmen das an. Wenn wir es ablehnen, bekommen wir ein bisschen mehr Ehre. Aber das brauchen wir jetzt noch nicht. Ja, toll. Sie haben ja gar nichts. Sie haben nichts. Dann gehen wir mal zum Dorfzentrum und suchen den Banditen. Also hier ist einer beim anderen, aber das ist wahrscheinlich einer, der uns Truppen verkauft. Der da wahrscheinlich, oder? So, rüsten wir uns mal unser Schwert aus. Nervöser Mann, ja, das ist er. Was wollt ihr? Ich suche noch einen Mörder namens Marlund von Hanun. Auf euch passt seine Beschreibung. Ich verstehe nicht, Herrin. Ich habe noch nie jemanden getötet. Ich glaube, ihr habt den falschen Mann. Da schenkt euer Schwert. Wenn ihr unschuldig seid, habt ihr nichts zu befürchten. Wir gehen jetzt und sprechen mit dem Nachbarn. Und wenn sie eure Geschichte bestätigen, werden ich meine Wege gehen. Ich gehe nirgendwo hin, mein Freund. Heute werdet ihr für euer Seele kämpfen müssen. Wie schade, dass ihr nicht zur Vernunft kommen wollt. Stirb, Hund. Oh, euer Verhältnis mit Buvrand hat sich schlecht. Macht nichts. Einen braunen Esel? Soll ich mit dem? Nein, ich möchte nicht den mitnehmen. Was ist besser? Ja, nehme ich das Senlak-Schwert wieder mit. So. Ich glaube, das war das, was ich denke. Also Senlak ist wieder immerhin vom Namen her etwas Besonderes. Das wird schon gewesen sein. Kann man irgendwie lesen, was wir denn gehabt haben? Wie kann man eigentlich wieder die Sachen in die Scheide tun? Okay, hier scannen wir mal Charisma und Führerschaft, oder? Ja. Führungskraft und hier Bogenschießen und Zweihandwaffen unbedingt. So. Gut. Also der Wildjäger will
130 Dinare für wie viel? Okay, werde ich mal mitnehmen. Und hier Aufgaben. Die Quest mit den Rindern, nein, werde ich nicht machen. Die ist extrem nervig. So, haben wir das geschafft. Einige Soldaten können befördert werden. Werde ich aber noch nicht machen. Oder vielleicht, ja, sind ganz normale. Okay, zwei Wildjäger für 130 ist ein bisschen wenig gewesen. Na, lassen wir es. So, ich möchte gerne die Quest abgeben. Muss ich wahrscheinlich hier zur Burg, oder? Aber das war nicht der König. Nun, Monika Basler. Okay, das werde ich machen. Einfach einen Brief dem abliefern. Da ist Missy Flores, die so viel verlangt. Minensänger brauche ich auch nicht. Marktplatz, Waffen. Habt ihr jetzt Bögen? Nein. So, ich möchte aber wissen, wo die Dinge sind. Docke Grevet. Jamiche. Wo ist Burg Jamiche? Da oben. Da müssen wir sowieso bald mal hin. Wir gehen mal nach Ibdeles. Okay, haben wir wenige Lebensmittel? Nein. Das ist schon gut. Ein Kriegstrupp ist hier. So, gehen wir hier rein. Ja, da ist einer. Der ist es wahrscheinlich mit der Quest. Habt ihr einen Auftrag? Nein. Okay, er ist es auch nicht. Da muss ich kurz schauen. Barone Falsevo. Okay. Barone Falsevo. Ich hätte es fragen. Barone Falsevo. Baron Falsevo ist auf Reisen, sollte gerade zwischen Burg Ibdeles und Schelles sein. Okay. Dann gucken wir mal kurz. Zwischen Ibdeles und Ding. Okay. Schauen wir mal, ob wir den hier treffen irgendwo. Okay, einer hat eine Schlacht verloren. Hier ist ein Plünderer. Okay, in Schelles ist momentan niemand. 5 Rodok, ne, brauchen wir nicht. Ist er vielleicht schon weitergegangen? Truppengröße 8, das bin ich. Dann gehen wir zur Burg Jamiche und geben den Brief ab. So. Oh, dort ist eine Burg, eine schöne Burg da hinten. Nein, ich möchte nicht gegen euch kämpfen, danke. So, ich möchte gerne hier reingehen. Zu diesem hier. Okay, dann. Deinen Mann, wo ist dein Mann? Wo
ist dein Mann? Wie heißt er denn? Das ist da. Conte Talba. Wo ist Conte Talba? Schauen wir mal. Da. Ja, Miche. In der Nähe von Burg. Ja, Miche, das ist ja diese Burg. Irgendwo in der Nähe. Ah, da bist du. Gehst gleich mal raus, hä? Ah, ja, ja, ja. Okay, da hat sich jemand abtrünnig gemacht. Okay, ist zu den Nords gegangen. Von dem Sarantischen Sultanat. Steht zu Diensten. Aha. Ja, werden wir. Ich bringe eine Botschaft von Doge Grevet. Ach, lasst mich mal sehen. Wohlan, ihr habt gut getan, Monika Basler, mir diese Botschaft zu überbringen. Nehmt mein Siegel als Zeichen, dass ich sie erhalten habe und grüßt Doge Grevet für mich, wenn ihr ihn seht. Habt ihr eine Aufgabe? Nein, er braucht keine Ding. Jetzt gehen wir mal nach Jamiche. Freiwillige 2. Ne, wir lassen es auf niedrig. Und hier müssen wir auch nichts haben. So, ich möchte ja eben noch diese Quest erledigen und dann in Buvran aufhält. Falsevoir. Barone Falsevoir. Das ist falsch. Da. Barone Falsevoir. Ibdele und Schelles. Burg Ibdis und Schelles. Da müssen wir nochmals hier nach oben gehen. Es ist leider Nacht und deshalb sehen wir nicht so weit, aber ja, der müsste irgendwo hin in der Nähe sein. Ah, jetzt sehen wir wieder ein bisschen mehr. Gut. Mehrere Leute wurden gefangen genommen, weil sie eine Schlacht verloren haben. So, dann werde ich mal nach Ibdelis zurückgehen. Vielleicht treffen wir ihn ja in der Nähe irgendwo. Da hat einer einen Gefangenen. Aber das ist ein 16er Trupp, den greifen wir nicht an. Der da, ja, das ist er. So, ich habe es erledigt. Ich habe Malund von Hanun in seinem Steck in Buvran ausfindig gemacht und ihm seine rechtmäßige Strafe zukommen lassen. Und ohne ihn wird es uns allen besser gehen. Ich danke euch, Monika Basler, dass ihr diesen Dorn aus meiner Seite entfernt habt. Es ist gut zu wissen, dass ihr euer Aufträge mit angemessenem Taktikgefühl erledigen könnt. Ich versprach euch ein Kopfgeld und ein Kopfgeld solltet ihr auch bekommen, bis auf den letzten Heller. Gebt mir das Geld, mein Herr. Ich danke euch. $300, okay. Natürlich, Monika Basler, bitte sehr, abermals, ich danke euch, dass ihr diesen winzenden Hund für mich besiegt erledigt habt, okay? So, und jetzt möchte ich gerne in eine andere Stadt gehen und die nächste Stadt ist Veluka. So. Also. Vielleicht finden wir ja Banditen in der Nähe, die wir erledigen können. Hier ist der König, ja. König oder Dogge. So. Ja. Wenn ihr Ideen habt, wie ich das Rollenspiel am besten machen soll, dann dürft ihr das gerne unten in die Kommentare schreiben. Momentan, ja, weiß ich nicht so recht, was ich machen soll. Vielleicht ein bisschen die Aussicht genießen, bevor wir die Banditen hier erledigen müssen, weil sie uns verfolgen. Hier sehen wir ein verbrennendes
Dorf, das brennt. Ja, also das Rollenspiel wird später dann natürlich mehr sein. Momentan ist es halt eher ein Kämpfen eher. Meine Klinge werdet ihr euch spüren lassen, lumpiges Gesindel. Greift den Feind an. Wieso habe ich jetzt den Esel? Ich wollte doch den Esel nicht mitnehmen. Ach, schade. Muss ich dann das Pferd wieder wechseln? Völlig blöd. So, aber Lebensenergie habe ich genug. Ich möchte doch keinen Esel reiten. Kommt, schützt mich mal ein bisschen. Ich habe kein Schild. Die haben auch kein Schild. Sehr schön. Oh, die sind recht stark. Ah, gute Treffer. So. Ha, ich bin die stärkste Kriegerin. Ich werde dich erledigen. So. Ha, 2 zu 0 für mich. Ah, ein Wildhüter. Wildjäger ist gestorben. Mist. Noch einige Toten. Gestorben. Okay. Oh, wir verlieren das. Nein, wir gewinnen. So, wir gewinnen. Wir sind die Besten. Vor mich müssen alle fürchten. Oh, voll Headshot. Voll ein Headshot. Und wo ist er? Hallo? Ah, da oben. Gewonnen. Jetzt ist aber alles, oder? Gut. Puh. Hey, voll der Headshot bekommen. Oh. Meine Rübe geht es nicht mehr so gut. Ja, toll. Gesamt 7. 7 Verluste und wie viel haben wir? Ist nicht so gut gegangen, aber trotzdem, wir haben gewonnen. Schon wieder keine... Wieso haben wir denn nirgends einen Bogen? Bolzen haben wir dafür. Das Schild möchte ich gern. Fordert Schild. Hackmesser. Plus 8. Blaurädel. Schild. Bis braucht man 2 Schildkunst. Hier auch 2 Schildkunst. Auch 2 Schildkunst. Okay, wir nehmen hier alles mit. Ich möchte aber kurz noch ein Schild. Ja, wir haben nirgends Schild. Wir müssen da noch ein bisschen Schild mitnehmen. So. Aber das haben wir geschafft. Haben zwar keine Truppen mehr. Die werden wir jetzt erhöhen. Und uns auch kurz leveln. So. Ich möchte gerne ein bisschen mehr Charisma nochmals. So, und hier möchte ich gerne Schild. Ich möchte Schild haben. So, und hier werde ich jetzt auf Stangenwaffen die Punkte setzen. Oder, Moment kurz, Charisma, Schild. Zuerst auf Bogen schießen, dann auf Armbrust ein bisschen und Stangenwaffen. So. Gut.
Jetzt möchte ich noch Jessa und nochmal so ein paar Leute holen. Wir haben nur noch 4 Leute im Einsatz. Das ist nicht so gut. So, Freiwillige 5. Ja, nehmen wir mit. Vorräte. Ist leider alles auch teuer. Okay, dann gehen wir nach Veluca. Meine Zuschauer. So. In die Schenke, bitte. Oh, Schenke nach oben. Okay. Hier haben wir Kreuzritter. Landsknecht, Doppelsöldner. Okay. Einen Reisenden. Mhm. So. Eine Bauersfrau. Nein. Ich will keinen einen Bauersfrau. Lösegeldvermittler. So, und der Fisk wird Bunduk reden. Sei gegrüßt, Schwester, auf Verderben und Fall alles hochweltgeborenen Fürstenpax. Warum sagt ihr das, Soldat? Es ist eine lange Geschichte, aber wenn ihr euch einen Becher holt, will ich sie euch gerne erzählen. Ich war Wachtmeister in der Garnison hier bei Veluca. 20 Jahre stand ich Wache über für die Stadt, aber viele harte Schläge in so manchen rauen Kampf ausgeteilt, bis sie einen rotznäsigen, flaumbärtiges Prinzchen, das kaum laufen gelernt hatte, zum Kommandant der Stachwarte ernannten. Als ich gerade auf dem Turm Wache stand mit meiner ungespannten Armbrust, wegen den Regens, müsst ihr wissen, die Szene soll sich nicht vorziehen, kam er zu mir und erklärte, eine ungespannte Armbrust sei ein Pflichtversäumnis. Sagte er, würde mich dafür auspeitschen. Da ist irgendwas in mir zerbrochen und ich fließ meinen Posten. Nun bin ich hier, betrinke ich mich unter Sorgen, sollte der Teufel holen. Solltet ihr nach der Arbeit suchen, ich kann erfahrene Kämpfer gebrauchen. Tatsächlich? Nun, das ist um einiges besser, als wegen Fahnenflucht an einem Strick zu baumeln. Ihr werdet es nicht bereuen, mich aufgenommen zu haben. Schwester, ich bin eines mit der Armbrust. Eine wunderschöne Waffe, die direkt durch die Rüstung eines Anliegen dringt und ein blaues Blut auf den Boden schießen lässt. Und ich habe mehr grüne Rekruten ausgebildet, als ihr heiße Mahlzeiten gegessen. Wenn ich das so sagen darf, ich lecke nicht den Speichel der Hochwohlgeborenen. Guter Mann, ich werde euch mit dem Respekt behandeln, der euch zusteht. Das sind gute Neuigkeiten, aber bitte ich euch um einen letzten Gefallen. Hauptmann, ich habe einen Frauenzimmer hier in Veluca. Eine Schankhure sagt, sie lüge mein Schild, mein Kind unter ihrem Herzen. Ich will ihr etwas Geld geben, bevor ich gehe. Für das Kind, wisst ihr. Hättet ihr wohl 200 Dinare für mich übrig? Ja, natürlich. Hier, 200 Dinare. Gut, gebt mir einen Augenblick, um mich vorzubereiten, dann bin ich bereit zum Aufbruch. Gut, jetzt haben wir einen treuen Begleiter. Und jetzt gehen wir zum Marktplatz und schauen mal, ob... Oh, ein roter Drachenschild, dick. Und ein Stahlturmschild. Haben wir auch keine Bögen? Wo sind die Bögen hin? Ich brauche doch Bögen. Ja, das ramponiert, das werde ich auch weglegen. Den lasse ich noch hier. Und ein Schild mit 1 möchte ich gerne verkaufen. Wir haben kein Schild mit 1. Jo, egal. Wir bekommen 361 Dinare wieder über. Und gehen mal kurz zum Rüstungshändler. Ja. Handschuhe könnten wir mal kaufen, aber die sind zu teuer, ja. Nein, danke. Der Warenhändler, der hat Brot billig. Ja, nehmen wir noch ein bisschen Brot mit. Brot verdirbt ja nicht. Der Rest muss ich nicht mitnehmen. So.
Und jetzt möchte ich gerne ihn mal anschauen. Das bin ich, Trupp Dicer. Du gehst nach oben. So. Mit ihm reden. Ausrüstung fragen. Ausrüstung sehen. So, was hast denn du? Einen 48er Armbrust. Ja, die kannst du behalten. Und die Tunika kann ich dann mal verkaufen. So. Ich möchte aber gerne ein anderes Ding. Pferd haben. Nicht ein Esel. Für was ein Esel? Marktplatz. Pferdehändler. Brauner Esel. Rennpferd. Das ist schon viel schneller, hä? Aber ist auch viel teurer, ja. Ja, okay, lassen wir den Esel halt. Und gehen mal nach Uxal. Zu den Feinden hier von Rodok. Aber wir brauchen einen Bogen. Ich hoffe, die haben einen Bogen. So, mein Name lautet Monika Basler. Ich bin Barone Rimusk, Vasall von Republik Rodok und Fürst von Zalen und Chanza. So, sprecht schon, wenn ihr etwas zu sagen habt, denn ich habe keine Zeit für eitles Geschwätz mit gewöhnlichen Glücksreden. Habt ihr Aufgaben? Okay, Steuergeld eintreiben. Nehmen wir an. Chanza. Wieso ist im Negativen? Keine Ahnung. Dann gehen wir doch mal kurz nach Chesa. So, und du bist der... Weiß jetzt nicht, von wo er ist. Aber wahrscheinlich nur Chesa. So, beginnt mit dem Eintreiben. Jetzt geht die Zeit ein bisschen schneller vorbei. Dafür bekommen wir recht viel Geld. So, die Bewohner von Chesa sind über ihre Forderungen entrüstet und sehen sie als niedrige Erpressung an. Sie werden sehr unruhig und können euch zur Gefahr werden, wenn ihr sie weiter unter Druck setzt. Beachtet sie nicht und fahrt fort. Sandisches Sultanat und Kanat Kergit haben Frieden geschlossen. Oh, schön. Wie lange geht das noch? Wahnsinnig. Und wie lange brauche ich eigentlich zum Geld eintreiben? So, jetzt. Netto haben. Ah, das ist Wochen. Budget. Ja. So, aber ich möchte gerne jetzt die Quest langsam beenden. So, ihr habt 3380 Dinare an Steuern von Chess eingetrieben. Baron Rimusk erwartet, dass ihr ihm das Geld bringt. Gut. Minus 2 jetzt halt, aber egal. Deserteur, oh, das ist schlimm. Nein, nein, nicht mir folgen. Nicht mich folgen. Ich muss unbedingt die Stadt. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Ah, gut. Puh. Geht zur Burg. Kurinas. Meine lautet. Ich bin Baron Kurinas, Vasall von Republik Rodok und Fürst von Fedna. Ihr mögt vielleicht nicht von edler Geburt sein, doch selbst ein Gemeiner, so wie sie denn ausreichend Tapferkeit zeigt, kann eines Tages etwas aus sich machen. Habt ihr Aufgaben? Nein. Okay. So, ich möchte gerne wieder mit dem von Chesna treffen. Hilf mir mal bitte.
Okay, wir sind Freibürger, aber jetzt kämpft wir nur noch für uns selbst. Nun gebt uns euer Gold oder schmeckt unsere Klinge. Wenn ich mit euch fertig bin, werdet ihr es bereuen, jemals in die Armee verlassen zu haben. Es gibt keinen Grund zu kämpfen. Ich bin bereit, für freies Geleit zu zahlen. Ich werde euch Gold und Schutz gewähren, wenn ihr meiner Truppe beitretet. Eigentlich das Letzte, aber das geht wahrscheinlich nicht. Klingt nach einem guten Geschäft, um uns euren Willen zu zeigen, zahlt uns 2295 Dinar und wir werden uns euch anschließen. Ich habe nicht so viel Geld bei. Okay. Das werden wir wahrscheinlich verlieren. Wir machen das. Ja. Wir haben keine Chance, so. So. Gut. Wir haben 20 Moral verloren, aber wir haben immer noch 80. Darum ist es nicht so schlimm. So, kenne ich euch? Mein Name lautet Monica Bassa, steht zu Diensten, werter Herr. Ich bin Patricio Consensio Matthias, Vasall von Republik Rodok und Fürst von Valuca. Ihr mögt vielleicht nicht von edler Geburt sein, doch selbst ein Gemeiner. Ja, ich will das nicht immer lesen. Ja, ihr könnt in der Tat etwas für uns tun. Wir haben Berichte vernommen, dass eine Gruppe von Gebirgsbanditen ein Versteck in diesem Gebiet bezogen und Reisende angegriffen haben. Wenn ihr dieses Versteck findet und zerstören könntet, wären wir euch sehr dankbar. Banditen wie diese schlagen ihr Lager normalerweise im Hochland auf. Oft auf einer stillen Klippe, von der aus sie die umliegenden Ländereien sehen können. Das macht einen Überraschungsangriff schwierig. Der beste Weg, diesen Ort zu finden, ist, eine Gruppe Gebirgsbanditen zu folgen, die zum Nachschubsfassen zu ihrem Stützpunkt zurückkehren. Gut, ich mache es. Sehr wohl, wir warten dann auf Nachricht von einem Erfolg. Gut. Ich möchte gerne mit dem reden, wo mir den Auftrag gegeben hat. Rimusk. Der Rimusk. Da. Jelikala. Der ist ein bisschen weiter weg, hä? Okay, da oben. Oh, da sind wieder die Deserteure. Aus dem Weg gehen. Die gehen nach oben. Gut. Okay, einer vom Fergir ist. Wieso sind die schneller als ich? Das ist gemein. Wir brauchen bessere Truppen scheinbar. Hey, kommt mal auf mich zu, jemand. Hilfe, Hilfe. Die verfolgen mich hartnäckig. So, wir gehen mal weg. Ja, gut. Geht zum Gelage. In der Halle der Fürsten ist ein Festmahl im Gange. Aber euer Status reicht nicht für eine Einladung aus. Vielleicht könnt ihr euch gesteigenes Ansehen Einlass gewähren, oder ihr könntet euch versuchen, euch während des Gelages in einem Turnier einen Namen zu machen. Sollen wir das Turnier machen? Turnier ist aber nicht. Schade. So, was haben wir hier? Kriegerinnen. Da ist wieder Missy Floris. Landknecht. Sonst nichts. Okay, ah, da hinten wäre noch etwas gewesen. Was ist denn das für eine? Einen Reisenden, okay. So, Waffenhändler, hast du neue Sachen? Nein, du hast alles Altes wieder. Ich werde die Datteln verkaufen, so.
Verfault. Ja, toll. Werde ich das verkaufen. So. Der Warenhändler hat Brot. Das sehr teuer ist, werden wir nicht kaufen. Ich möchte hier ein bisschen durch Jalkala laufen, damit die Leute rauskommen aus dem Gelage. Also, dass ich sehe, wenn sie rauskommen. Und dann geben wir die Quest ab. Oh, hier sind Banditen. Kannst du da mithelfen? Ja, dann gehst du halt ins Gelage. Schade. Da kommt auch einer, der Tarchias. Ein Telro kommt. Willst du den angreifen? Dann helfe ich euch. Ah, da ist er. Hä? Ja, Rimus, glaub, der ist nicht dabei. Reichsins, Grevets, Falsevor. Rimusk. Der ist leider nicht hier dabei, oder? Ah, da oben. Wieso gehst du da nach oben? Blöder Sack. Wohin gehst du? Ins nach Ibdeles? Weiter. Hey, bleib auf, warte auf mich. Ich muss etwas Wichtiges sagen. Ich behalte sonst das Geld. Komm schon. Komm. Komm. Warte auf mich. Hilfe. Wir werden uns wieder treffen, Monika Basler. Was wieder treffen? Wegen der Aufgabe. Hier sind sämtliche Steuergelder von Cesa. Sie belaufen sich auf 3380 Dinar. Gut gemacht, Monika Basler. Wirklich sehr gut. Ihr wart wahrlich die richtige Person für den Auftrag. Ich versprach euch den fünften der Steuern, welche 676 Dinar beträgt. Wenn ihr mir 2704 Dinar gebt, so mögt ihr die Differenz behalten. Ein gutes Ergebnis für alle Beteiligten, nicht wahr? Ja, danke schön. Habt ihr noch einen Auftrag? Nö. Dann gehe ich dann wieder nach Cesa und tue dann im nächsten Part dieses Banditenlager ausrauben. So. Oder plündern. Also, ja. Die Banditen einfach mal. Ja. Wie soll man sagen? Vernichten, sozusagen. Also. Dankeschön fürs Zuschauen, lieben Leute. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Tschüssi.